Bernd B. Bohne von den Militärbots gejagt hilft anderen, die in Not sind. Also wenn Sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen Sie doch das B-Team. Er will nicht so ganz ernst genommen werden, aber seine Gegner müssen ihn ernst nehmen. First spots. Ja, lüften wir schon? Ja, brauchst bloß wohin. Ja, willkommen zu Scum. Bähnchen. Ja, den Finger hat man normalerweise, wenn man das Gewehr so hält, nicht am Abzug. Ne? Ach, da kann ja gar nicht, hä? Was jetzt, wenn du jetzt stolperst und kommst auf den Finger und dann schießt du dir einen Fuß? Du Dulli. Ja. Apropos Dulli, werde ich jetzt mal richtig so zur Sache, denn wir haben uns ja jetzt hier aus dem Rager, also ich habe mir so einen Rager hier zusammengeklöppelt, ne, haben wir einen Panzer draus gemacht. Ja, ja, wir werden heute mal testen, wie gut die Panzerung überhaupt ist, ne. Ist ja immer so ein bisschen komisch, ne, also wir haben jetzt zum Beispiel eine ballistische Weste an. Wenn du jetzt hier einen 9mm Schuss abkriegst, ne, kann das trotzdem zu schweren Blutungen führen und zum Tod, ne? Was normalerweise in der Realität Quatsch ist, ne? Aber hier ist es halt so, ne? Also es kann durchaus sein, dass man sich die Rippen bricht, aber die Kugel geht halt nicht durch, ne? Also durch den Einschlag kann es durchaus sein, dass man sich die Rippen bricht. Je nachdem, welche Qualität halt diese ballistischen Westen im Real Life haben. Bönchen hat ja eine schwere ballistische Weste. Die ist also auch für NATO-Munition gedacht. Das sind ja meistens so Spitzmantelgeschosse. Das ist ja bei 9mm Mumpeln nicht der Fall. Ne? Also die dürfte ja eigentlich mit 9mm kein Problem haben. Aber wir haben es ja heute mit Bots zu tun. Und die benutzen Saturn 5 Raketen. Irgendwie sowas. Ne? Also die Dinger, mit denen man eigentlich zum Mond fliegt. Das ist natürlich da ein bisschen komisch, ne? Weil die Bots machen wirklich sehr viel Schaden. Und viel wird da die Panzerung hier ohne schnitzen. Platten kriegt man derzeit sowieso nicht, macht also die Panzerung jetzt am Rad ohne viel Sinn, aber die Reifen können kaputt geschossen werden. An und für sich, ne? Also, ist es doch gut, ne? Ja. Hier können wir denken, dass wir hier nicht geschützt sind, weil die Motorhaube nicht gepanzert ist. Aber wir haben ja hier drinnen den Motorblock und der müsste uns ja eigentlich auch schützen. Das Doofe ist, jetzt haben sie das Tacho reingemacht in den ganzen Bums, aber wenn du dich jetzt hier in diese gepanzerte Schmette reinsetzt, du siehst absolut nicht, wo du hinfährst. Ne? Du hast ja nur diese kleine Katzenkloklappe, also Katzenklappe. Na gut, du kannst gar nicht in den Arsch durchstecken und reinscheißen, das geht auch. Katzen sind da sehr erfinderisch, ne? Aber an und für sich, oder auch Nektarine, ist es ja fast unmöglich zu fahren. Ja. Deswegen werden wir das Ganze im Außen, in der Außenansicht so ein bisschen so abbumsen, ne? Und ich habe ja auch noch ein anderes Spielzeug mit, nämlich einen improvisierten Granatwerfer. Eine Mümpel haben wir hier, eine ist drinnen und wir haben einen Nagel. Ne, den haben wir lieber nicht weg. Wenn es die Karre übersteht, Moment, ich hole mir mal hier noch ein Autoreparaturset, mach ich ja nie. Wenn es die Karre übersteht, verkaufe ich sie natürlich, ne? Ja, schleppen wir mal das für 20 Aufladung. Was macht der nur? Der Bohne, der ist ganz oft gewebt, hä? So, hier haben wir gegrillte Pilze, haben wir Hunger? Ja, ich habe hier fürs Video habe ich hier eine Zigarre gerucht, hä? Jetzt hat er gleich einen übelsten Malus. Bei Konstitution, Stärke und Geschicklichkeit. Nikotinvergiftung. Welchen einer Zigarre? Also, erstmal zur Tanke. Wir nehmen die AS Wahl heute mit. Mit? Haben wir Hunger? Das wollte ich die ganze Zeit gucken. 60. Ist mal dein Pilz. Oh, wir haben was gekocht, was wir essen können. Und glaub Fisch. Stoffwechsel da. Thunfisch haben wir. Und gegrillter Muschiraum. Also Mushroom.
Natürlich gar nicht so gut, hä? Ich spreche mir ihn ab, dass das Böhnchen bei Stärke auf 3,0 kommt und der A30 ziehe ich wieder auf 2,7 zu rutschen. Und die Pilze bestehen ja übelst aus Wasser und Luft, hä? Was soll ein Pilz? So, das Wetter wird scheiße, das heißt, wir sind am Start. Los geht's. Erstmal zur Tanke. Und die befindet sich hier, ne? Das ist der letzte Stopp. Wir könnten vielleicht noch mal hier gucken, ob wir vielleicht noch eine Granate im Polizeirevier finden. So. Unser erster Stopp. Wir schauen mal nach, ob wir vielleicht noch eine Granate finden. Wieso läuft denn der so langsam hier? Warte mal. Das stimmt hier wieder nicht. Oh, Puppi. Hallo, Puppi. Tschüss, Puppi. Ist irgendwie, was mit denen los ist, ja? Ob die Ritalin gefressen haben oder sowas? Hm, du gibst dir shit. Ja, jetzt hat sie mich. Du verarschen. Ja, die brauchen vielleicht ein bisschen hier. Vielleicht sind die Chips im Hinterkopf ein bisschen defekt, ne? Die brauchen vielleicht einen Hotfix. So, jetzt schauen wir mal. Ob wir hier noch vielleicht ein bisschen. Na, Seife brauchen wir jetzt nicht. Wir sind frisch geduscht. Böhnchen. Radio. Mach doch das mal weg. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier eine Granate finden. Ich glaube, da brauchen wir andere Militärspots auch nicht stehen. Ha, Rundhallen beim Flughafen, hä? Oh, guck hier, Mümpeln für den 9mm. Na, die nehmen wir natürlich mit. Und noch ein Soldatenhelm. Den können wir auch mitnehmen. Den klatschen wir ins Auto rein. So. Ist komisch, hä? Wenn dich hier die Tastatur um 0,3 mm von deiner angestammten Position, also von ihrer angestammten Position wegrückst, verdrückst du dich ständig. Ist mir mal sehr aufgefallen. Ha. Anpassung, hä? Also die Borg sind schneller damit, ne? Aber naja, was soll's. Ich bin okay, Borg. Ich bin ein Lai. So. Schneebönchen. Guck mal, die andere Puppe hat das. Die kraft das auch nicht so ganz, ne? Doofe Puppi. So, ich frage mich, ich glaube, die haben richtig bei den Puppy-Einstellungen schon mit dem letzten und vorletzten Update richtig schön reingeschissen. Hättest du gelobt, das kriegt die gar nicht mal so schnell gefixt hier, hä? Auch nicht, dass jetzt wieder am Auto wieder 50 Puppen stehen. Eine stichsichere Weste, ja, die nützt mir jetzt nicht. Killbox. Wer geht denn heute in die Killbox? Kann man eigentlich alles verkaufen hier, aber ich bin ja nicht zum Looten hier. Eigentlich suche ich bloß nach einer Granate. Aber ich alles nicht. Wenn ich geht er mal aus dem Fight-Modus raus. Das einzige Spiel, wo ich, das ich kenne, dass das macht. Naja. Da lebt doch. Das kann sich nur ein Missverständnis handeln. Ja, jetzt. Ja! Das war jetzt nicht der Plan. Kommen wir hier hoch aufs Dach? Ja, natürlich nicht mit dem Kopf knallt oder. Ja. Der Opa, hä, wie er seppelt. Der kleine Baubau. Das war so schön. Die Schnecke da hinten hängt fest. Böhnchen! Lecke mich am Arsch jetzt. Das wird doch immer schlimmer hier. Was hast du davon? Ja, es wird nicht hier unten. Wir haben keine Kraft hier mit der Zigarre. Ist doch keine Kiffe, sag mal. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Ich bin heute irgendwie seelisch divergent. Haben wir denn? Ja, komisch alles, hä? Die Texturen haben sie wohl hier noch nachgeliefert, hä? Das ist genau wie hier, ne? Das ist irgendwie, weißt du, wenn sie das schon alles neu reinbringen, warum nicht gleich hoch aufgelöst in 2K mindestens, hä? Na, guck dir das mal an. Mal hier die Texturen, die sind in Ordnung vom Auto, ne? Auch die Lampen und so und dieses Transparente. Und dann hast du hier diesen Pixelbrei. Auch hier vorne am Rad. Die Panzerung. Das sieht ja aus hier wie benutztes Klopapier. Mensch, pack das mal weg hier, das macht mich nervös, wenn du mit dem Granatwerfer hier rumspielst.
So hart wollen wir es auch nicht testen. Obwohl. Soll ich das mal testen? Den Granatwerfer. Was heißt denn der nur schon wieder? Das setzt natürlich voraus, dass wir das überleben hier. Interess. Bähnchen muss pullern. Bähnchen. Alter Seeschköp. Ich krieg den einfach nicht gefüttert, hä? Ich habe gestern war schon da angeln gewesen. Hab einen Fisch aus dem See geholt. Hab den gebraten. Verträgt er nicht. Also da muss irgendwie eine Fischallergie haben oder sowas. Das habe ich immer gemerkt, hä? Du schießt drauf. Also wenn die Puppen eine gewisse Entfernung haben, triffst du nicht mehr. Also jedenfalls mit der Scar nicht. Ich weiß nicht, was die Phase ist. Aber Hauptsache, man kann wieder auf Distanz ein bisschen rumballern. Das befriedfischt mich. So, aber Tankstelle, das ist jetzt unser nächster Shit. Ja, Sprit ist runter. Ich habe hier schon Tausende ausgegeben für das Böhnchen, ne? Plus, um dem die Panzerung zu kaufen. Und die Karre hat ja auch keine Türen. Also musste ich auch noch Türen kaufen. Ich hätte mir jetzt natürlich auch noch Zeit lassen können, looten gehen können, ne? Aber, ja. Es ist, wie es ist. So. Wir lassen den Mütter an. Ich hatte ja im letzten Video das Ding gehabt, ne, dass da sehr viele Puppen am Auto standen, ne? 50 Stück oder sowas. Das habe ich dann natürlich auch bei Steam in den Bug-Reports reingeschrieben. Und dann hat sich einer der Entwickler gemeldet und meinte, das ist eine ganz seltene Form von Superhorde. Ich weiß nicht, ob mich da Gamepilers verarschen wollte. Ich denke mal schon. Weil du hast hier, ne, normalerweise hast du ja hier immer Puppen. Immer. An den Tankstellen, ne? Heute? Nö. Ohne Zigarre. Gott. Eine Puppi, echt jetzt? So, ich glaube, ich gehe mal den Hügel hoch und schaue mich mal um. Vielleicht steht da ein Flugzeug drinnen. Platsch, Quatsch. Ja, selbst wenn. Also, wir sind heute nicht für ein Flugzeug hier. Was ist denn das schon wieder mit den Scheißschatten hier, halt, von den Pflanzen? 1000 Einstellungen gemacht, um das wieder wegzubekommen. Und jetzt ist es wieder random da. Das macht mich ganz wuschelig. So, jetzt. Ja, also Puppi sehe ich ja keine. Ich glaube, die spawnen auch erst, wenn das Game rafft, dass ich da runter will, ne? Ja, früher standen ja wirklich dann Puppis, ne? Unten sind unten rumgelaufen. Jetzt läuft hier bloß noch ein Bot lang. Ich weiß nicht, ob ein Flugzeug da ist. Ja. Tatlache. Da steht ein Zugflug. Wir fahren erstmal durch und gucken, wie so die Bam-Bam-Situation ist, ne? Also ich erwarte schon, dass das ein bisschen mehr aushält, die Karre wie das Flugzeug, wenn der Bot drauf ballert. Die Frage ist, ob wir mehr aushalten. Dann rein ins Vergnügen, wo ist denn das Loch? Beim Aussteigen die Motor anmachen. Gott, wie dämlich. Hey, muss das so gehen, Brothers? Wo sind denn hier die 1000 Puppies? Das ist ganz schön laut, hä? Ich bin ganz schön blind, hä? Hi, Ray Kid. Oh, Mumpeln! Fürs SVD! Jetzt brauchst du bloß noch SVD! Das ist ja schon was zu einfach.
Guck mal hier, das könnte uns. Oh, hier. Das könnte uns ummunden. Ach ja, wo sind die Sprenger hin? Wo ist das ganze Viehzeug hin? Die Bots, hä? Oh, der ist halt. Wie sieht's wohl in Samobo aus? Das sind öse Dinger, ne? Können wir auch mal gucken. Oh, ja, Soldatenhosen nehmen wir mit. Immer so mein Fetisch, ne? Ordentliche Hosen. Da lege ich ein Schwert drauf, ja. Gerade bei Böhnchen, wenn man so ein bisschen inkontinent ist, wenn es hart auf hart kommt, ne? Ja, was, Junge? Jetzt lacht. Komische, die haben uns gar nicht mitgekriegt, hä? Normalerweise sind die ja sonst immer von der einen Halle zur anderen gerannt, ne? Das ist ja kein komisches Licht. Ah ja, neue Shader-Effekte oder was? Die werden Pixel für Pixel eingearbeitet. Die Mützen, Junge! Hör doch mal auf mit dem Schmus hier. In Sprengpuppi. Heute bin ich aber auch ein Sprengpuppi. Ich hab ja was zum Sprengen mit. Kennt die Bob schnell weg, ja. Das war gar nicht mal so Mut. Oh. Was haben denn die hier schon wieder gemacht? Das ist nie herum eine Zähne. Nee. So, nochmal 45er. Ja, logisch, ne? Weil wir jetzt keinen 45er mit haben. Aber mal so nach dem Schraubendreher gucken wir mal. Da finden wir ja noch so einen gelben. Kippen? Nee, Böhnchen. Ruchen ist nicht so der Ding, hä? Ich frage mich, ob dieser K63-Helm, ob der vielleicht auch nicht so schlecht ist, hä? 1,2 Kilo. Starker ballistischer Helm. Komm, Böhnchen, weißt du was, wir setzen mal den auf. Oh, guck mal. Das ist auch neu. Dass der schwere ballistische Helm, dass man da hier eine Sichtbegrenzung hat. Das habe ich erstaunlicherweise. Glaubt's mir aber oder glaubt's mir nicht. Vielleicht vor einem Monat habe ich das ja kritisiert, ne? Dass man mit diesem Helm hier, dass das immersiver wäre, wenn man da halt auch eine Sichtbegrenzung hätte. Und wir haben eine Sichtbegrenzung. Jetzt fehlt nur noch der Rest von dem Anzug. Das ist ja ein schwerer ballistischer Helm, ne? Eigentlich gehört er zu so einem Bombenschutzanzug. Ich schätze mal, dass man dann später auch dann weniger Angst vor den Sprengpuppis haben muss, wenn dieser Anzug denn da ist irgendwann mal, ne? Da warten wir ja schon seit Jahren drauf. Einen Helm haben sie geschafft, dann haben sie gesagt, ach, jetzt gehe ich mal kacken. Jetzt haben wir keinen Bock mehr weiterzumachen, ne? Oh, guck mal da, wir basteln lieber an neuen High Heels für die Damen. Was ja auch nicht so schlecht ist. Irgendwas ist mit dem Licht hier kaputt. Oh, sind wir schon fertig, ja? Anscheinend. Nee. Okay, der Bot läuft in die verkehrte Richtung. Ja, wo sind die Buben hin hier, hä? Das mündet mir gar nicht. Was ist Phase? Wir werden gleich mal. Fuck. Gleich mal, ja. Ein Scheißchen wärmer. Mach doch mal zu! Was ist hier denn mit dem Licht kaputt? Mama, ich muss kacken! Wir essen aber erstmal eine Orange. Immerhin der Laser guckt durch. Da habe ich ja jetzt schon Angst, wenn hier die Laser von den Waffen kommen. Die Laservisiere aufsetzen. Oh, ist das denn mein Auto zerlaut? Ich lasse wieder kichern. Jetzt wird's langsam. Oh, noch eine Granate! Die Lootfee hat mich erhört. Die Frage ist, ob wir es auch benutzen können. Noch ein Näset. Was ist das hier für eine Schneiderei? Oh, ein Wespenreflex. Eine Guckebähnchen, hä? Du kleiner blinder Maulwurf. Die Lootfee, hä?
Er hat heute Nacht wahrscheinlich feucht geträumt. Jetzt sagt er sich, oh, ich will diesen Traum die Wahrheit in die Realität umsetzen. Ich will das Böhnchen für mich gewinnen und so. Aber wir fallen nicht drauf rein. Hosen. Na, jetzt haben wir. Ein paar Hosen reicht erst mal. So viel kann man gar nicht scheißen, wie man hier Hosen. Jetzt kommt ja noch ein Airflop. Airflop? Oh ja. Warte mal. Wo ist denn Airflop? Ach, da unten. Ja, Airflop und dann Granate drauf wamsen. Ansonsten ist das ja nichts. Die Frage ist, kommen wir wieder zum Auto, hä? Ach, Idiot, ich hätte vielleicht mal die Karre anlassen sollen, hä? Jetzt, ich hör's lachen. Ich, der Bohne, hä, der hat Hunger. Das ist echt, hä, ich glaube, die Zigarren da ist irgendwie Haschisch drin oder sowas, ne? Hat Hunger. Das macht blöd. Wobei, das ist ja alles Gerücht, hä? Das Kiffen irgendwie blöd im Kopf macht, ne? Das kommt meistens von Leuten, die 10 Bier saufen, ne? Und sich dann für intelligent halten, ne? Als ob Alkohol intelligent macht, wenn du zu viel davon säufst, ne? Alkohol geht klar, ne? Ist ja seit Jahrhunderten etabliert, ne? Aber beim Kiffen, was ja eigentlich auch seit Jahrhunderten etabliert ist in Deutschland. Oder im Römischen Reich. Wurde auch schön viel gekifft. Selbst geniale Leute wie Da Vinci und Shakespeare haben gekifft. Ja. Nur in den 60ern und 70ern hat man gedacht, ah, hier, diese ganze Love- und Peace-Bewegung, hä, guck dir das an, das faule Pack, die sitzen bloß da und kiffen und tun kein was, hä, das müssen wir sofort verbieten, hä, da geht doch gar keiner mehr arbeiten für uns Schlipse. Hat sich bis heute auch nicht viel geändert. So. Ich sehe aber nicht die Lachpuppi, die ist bestimmt im Hangar drinnen, hört er auf. Mal durchfahren, aber da kann ich nicht mit der Granat, mit dem Granatwerfer. Schießen. Jetzt müssen wir irgendwie zum Auto kommen, hä? Ja, draußen ist keine ähnliche Puppe. Doch, da! Da sind welche. Das geile Timing immer. Ja, jetzt der andere natürlich getriggert und läuft extrem schnell. Wo läuft denn der überhaupt hin? Ach, shit, danke. Jetzt hält er an. Ich sag doch, geiles Timing. Das funktioniert ja nicht. So, jetzt geht der da lang. Ja, da kommt doch, da guckt er doch her. Super. Nee. Aber. Ja, dann mach doch einfach die Tür zu. Ach, jetzt weißt du, was er geleuchtet hat. Dann schauen wir einfach an. Hallo, Puppi. Überfahren geht eh nicht. Hui. Oh, ich seh gar kein Gott. Hallo. Gutste. Oh, Karre getroffen. Die Karre getroffen, aber wir laufen noch. Ach du Shit. Bei Granaten bin ich mir aber nicht sicher. Sicher. Uiuiuiui. Oh, aber wir sind getroffen. Wir bluten. Sag doch, hä? Karre wird doch getroffen. Karre läuft noch. Oh, Alter! Ey, was haben die für eine scheiß Reichweite? Ey, die Karre ist auf 100%? Fast, fast. Aber ich nicht mehr. Jetzt triggern wir sie alle. Schokoseite hindrehen hier, Böhnchen. Aber vor allen Dingen. Hinten, die Klappe hinten, die müsste doch schon abfallen, hä? Nee, ich glaube, das ist von, weil wir vorhin vors Maul gekriegt haben. Von der Puppi, das ist, glaube ich, gar nicht vom Bot. Ich das raus, ich das mitkriege. Oh, fliegt sich!
Ja, Gesundheit geht runter, aber langsam, sehr langsam. Er hat uns jetzt direkt an der Türe getroffen. Warte mal. Shit, hier. Das sieht man ja gar nicht. Scheiße. Läuft, läuft. Oh, jetzt. Dauerfeuer. Nee, ich glaube, das ist nicht so gesund. Oh, wie das knappt. Wie das knistert, hä? Wie es knistert und zuckt. Jetzt spielen wir Schisshase mit dem Bot. Oh, die Bots, die sind ganz sauer, hä? Jetzt, ja, jetzt kesseln sie mich ein. Oh, jetzt hat er mich erwischt, Löwe. Es ist eine Klöppe, eine Mümpel vorbeigeflogen. Hier, Schrapnell. Ey, aber der Sound ist geil. Der Sound von weiter weg ist geil. Das haben sie auch neu gemacht. Die haben am Sound rumgewichst. Rumgefixt, meine ich natürlich. Nee, aber... Also das hat mich jetzt überrascht. Also, ihr seht hier drüben Gesundheit. Wir wurden jetzt schon einige Male richtig gehittet. Die Karre läuft noch. Also ich weiß nicht, wie der detaillierte Zustand ist. Ne? Sprich, Reifen. Ob die jetzt was abgekriegt haben, das können wir jetzt hier auch nicht. Das testen wir jetzt auch nicht. Das gucken wir später an einem etwas intimeren Ort. Ups. Bin ich mit meinem Klos hier an der. Ich wollte gerade sagen, Gangschaltung gekommen. Theoretisch ist es möglich, ja, sich so ein die Karre zu panzern, dann reinzufahren und sich dann das Flugzeug rauszuholen, nachdem sich die Bots beruhigt haben. Wir können ja mal reinfahren. Ich meine, die kommen ja dann rein, die Bots. Das ist ja auch das andere Problem, nicht, dass sie das Auto kaputt latschen. Das können sie nämlich. Aber wir haben jetzt auch schon ein bisschen was abgekriegt. Doppeltes Feuer ab, Alter. Oh, shit. Oh, jetzt hängen wir fest da. Das war ja vollkommen klar. Jetzt, wir hängen echt fest da. Unglaublich. Die Gun. Ja, jetzt haben wir unser Ei gelegt. Wir gucken gleich frisches Schlüpperchen fürs Pähnchen. Wir sind meine Schlüpper hin, da. Guck, der hat 100% voll. Nicht, dass er jetzt hier die Karre kaputt schießt. Kann natürlich Sinn. Oh, guck, da steht noch mein Motorrad. Ich glaube, das können wir ja auch gleich mal vernichten, hä? Ich glaube, die Granatwerfer sind jetzt auch nicht wirklich schon der Hit. Okay, Bot kommt rein, oder? Ups. Ich stand da an dem Granatwerfer. Alter! Chill doch mal deine Base, Junge. Ich muss erst mal pullern. Es nützt alles nicht. Es ist ganz dringend. Pullern. Von welchen Pullern? Jetzt kommen hier überall die Bots. Schon gesehen. Mein Gott. So, Bähnchen, Ruhe hier. Jetzt, ich muss pullern. So, da ist er wieder. Der Pullermann. Scheiß Karre, die muss ich auch schon wieder rauskriegen, wieder. So. Mein Gott, lässt du nur da drin? Nein, ganz so weit dauern. Ich glaube, der läuft ja nur direkt vorm Eingang. Da komme ich natürlich jetzt nicht an meine Karre ran. Scheiße, wie zieht man denn hier? Keine Ahnung. Scheiß drauf. Ach, Bähnchen.
verstecken. So, ja, Flugzeug holen wir sich raus, obwohl es jetzt eigentlich ganz einfach wäre. Ich freue mich, wie die ganzen Puppis sind. Am Airdrop. Da kommen wir aber nicht, das schaffen wir nicht mehr pünktlich. Machen wir das Ding. Oh, klar. Es ist ein Fluch, hä? Du hast jetzt... Da ist der andere Bot. Jedes Mal dieses scheiß Timing, die gucken... Das war heftig. Die gucken jedes Mal her, wenn du gerade los willst. Oh, nicht, dass du jetzt aufs Auto latscht. Oh, keine Puppi! Wir müssen weg. Tschüss. Alter Bot. Können wir doch ganz chillig noch die anderen runterhalten machen, wa? Oh, wie das schmatzt. Das läuft da eigentlich ganz schön. Ah, die Puppies! Das ist. Wo sind die? Ich will meine Puppies. Hui! Zu dem scheiß Parkplatz. Die Panzerung fetzt. Die läuft, die funktioniert. Also, ich bin zufrieden mit der Panzerung. Die Karre hat sich sehr gut geschlagen, aber man sieht hinten, ne? Die Heckklappe, die hat's mitgenommen. Die ist nicht mehr im besten Zustand. Aber alles in allem, also wirst du, wenn ich jetzt ohne Panzerung hingefahren wäre, das hätte die Karre, da wäre ich schon dreimal explodiert. Aber die Panzerung funktioniert. Ach, shit. Ja, ich hätte jetzt doch schon gerne einen Wagenheber dabei gehabt, ne, um mir das mal genauer anzugucken. Aber hier sieht man, ne, man kann das separat reparieren. Ne, die Panzerung und halt das Chassis und so. Ne. Natürlich braucht man dafür auch entsprechend viele. Ganz schön viel Kratzer dran. Entsprechend viele Autoreparatursets, ne? Ach, das muss so scheiße aussehen. Nee, das kann ich mir vorstellen. Jetzt sieht's doch wieder hübsch aus. Das läuft gut, hä? So, das reparieren wir alles. Ja, also das Invest für die Panzerung würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist alles im Top-Zustand anscheinend. Na gut, ich kann die Reifen sowieso nicht reparieren. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Was ne? Gerade drüber gefahren, habe ich so ein Häufchen gesehen. Warte mal. Oder ich hab. Da sind sie. Da stehen sie alle. Ich habe keinen Plan, warum. Ich habe sie nicht gespawnt, das sieht das ja aus. Bähnchen, ich weiß nicht, was heute mit der Lösung ist, ja. So. Jetzt knallen wir die Scheiße einfach mal da runter. LOL. Die Puppen. Ach schade, das war's schon.
Wir brauchen unbedingt mehr Granaten, hä? Guck dir dieses ganze Puppi-Viehzeug an. Aber das sind wahrscheinlich auch die, die eigentlich hier auf dem Airfield sein müssten, hä? Wahrscheinlich streiken die auch. Jede Pfeife streikt derzeit, hä? Ich will mehr Geld und weniger Arbeit. Außer du bist arbeitslos, ja, Zwangsarbeit und so, sonst wird alles gestrichen. Freut sich die CDU schon drauf. Wir benennen einfach das Bürgergeld wieder anders um, ne? Und zwingen die Leute dann in Niedriglohnsektor zu arbeiten. Was da wiederum bedeutet, dass die Altersarmut wiederum zunimmt. Was wiederum bedeutet, dass die Sozialkassen wieder belastet werden, ne? Aber so ist das halt, wenn man nur von mittags bis 12 denkt, Ursache und Wirkung kennen die nicht, ne? Muss man auch nicht. Wenn man der Führer der CDU ist und Millionär ist, who gives a shit? Da denken das, nee, das ist ja Käse. Guck, das ist gar keine Chance. Stell dir vor, du fängst ja neu an. Keine Mümpeln, gehen gar nicht. Ja. Naja, klar. Oh, Shane. Shane weggefettet. Jetzt sind wir trocken, jetzt kommt die Puppi. Du wirst ein Scherz. Das ist ja hier wie auf dem Rummel. Die fliegen doch ein bisschen weiter als ich dachte, hä? Das scheint sie auch irgendwie dran gearbeitet zu haben. Geht durch. Das 3-Stunden-Magazin wird alle. Wieder alle. Das war's. Wir haben schon wieder keine Mümpeln mehr. Das heißt, hier müssten ja dann mehr als... Und vor allen Dingen, ich habe ja schon welche weggemacht, ne? Das sind jetzt 3 Magazine. 3 Magazine, Alter. A, 30 Schuss. Gut, ich habe 3-4 Mal vorbeigeschossen. Beziehungsweise durchgeschossen. Super Horde. Ja, die normalen Puppis reichen doch auch. Vielleicht haben sie das wirklich extra so gemacht, ne? Weil die haben vielleicht sich einen Haufen Leute aufgeregt, dass die Spots so schwer sind, ne? Wo sie angefangen haben hier mit den Puppis, die zu überarbeiten, da hatten sie ja auch Sprenger gehabt im Polizeirevier, ne? Das haben sie ja auch dann wieder rausgenommen, ne? Jetzt sind wir schon Könnerscharfschütze. Alter, wie schnell spawnen denn das? Siehst du? Einfach durch. Ist in der letzten Folge Anfänger, Scharfschütze, und jetzt schön Könner. Was auch immer ich jetzt davon hab. Wahrscheinlich hält die Karre dann ruhiger hier. Sie muss doch helfen. Scheiße, ja. Oh, Schatz. Wie du den irgendwie den Hinterkopf wegfetten kannst, hä? Lol. Ich hab eigentlich auf den anderen geschossen. Guck dir, das geht durch. Ja, jetzt sind wir so trocken. Das ist ja schon Wahnsinn, hä? Oh, die spawnen gleich. Den Rest, den können wir doch mit dem Schwert wegfetten, oder? Ich frage mich, wie die... Warum? Warum sind die hier? Wieso haben die sich hier versammelt? Warum hören die so schlecht? Wo bin ich?
Ja, jetzt, das kriegen sie mit, oder was? Hä? Die da oben nicht, die geht wandern. Ich schlüpfe durch die durch, wenn sie nicht getriggert sind, hä? Das kenne ich schon irgendwoher. So, das war das. Granatwerfer von so, ne? Da, schon alleine damit haben wir ja schon 40 Puppies weggemacht, hä? Das ist schon heftig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, es macht ja Spaß, ne? Wenn du hier so einen richtigen Haufen Puppies damit so einen Granatwerfer wegfetten kannst und den Rest machst du halt mit einem Snipergewehr weg. Aber dass sie halt wirklich an und für sich, wenn du jetzt hier ausgestattet bist mit Gewehr und sowas und Granatwerfer und Auto, dann ist das ja nicht wirklich eine Herausforderung, ne? Wenn du jetzt natürlich neu anfängst, ja, und du hast kein Stuff dabei, nur Pfeil und Bogen und sowas, dann ist das natürlich, dann fuck dich das ab. Wenn du dann vielleicht noch so ein Dude bist, der hier vielleicht nicht so schnell ist, ne? Weil hier sind ja, die Puppies, einige sind ja sehr schnell. Und wenn dich da eine Puppi nur mal auf den Buckel kloppt, dann hältst du ja schon wieder an und dann haben dich die anderen Puppen eingeholt und dann war's das. Da kannst du dir neu anfangen, hier die Holzbogen und hier eine Steinaxt zu kneten. Ich glaube, die haben derzeit wirklich die richtige Mitte nicht gefunden. Das ist ja wirklich, es geht von einem Extrem ins nächste. Ja? Das ist ja wirklich fixen. Ich meine jetzt, ich habe jetzt nicht komplett neu angefangen, ne? Ich habe ja mein Auto und alles, ne? Und meine Mumpeln und die Waffen und so, ne? Mich stört's nicht. Aber beim Video gestern hat man's ja gemerkt, wenn ich vom Looten komme und da stehen da auf einmal 50, 60 Puppies an meinem Auto, what the fuck? Ne? Die Frage ist ja auch, warum standen die jetzt einfach so blöde hier rum? Das muss doch irgendwie eine Bewandtnis haben. Warum? Du traust dich ja schon gar nicht mal irgendwo auszulocken. Das Licht ist nicht an, ne? Hier zum Beispiel an dem Spot. Ja, hier. Normalerweise, wenn ich fertig bin, so mit meinem Tagwerk, ja, normalerweise halte ich die Karre hier an, steige aus. Meistens habe ich dann noch was zu essen dabei. Oder es läuft ihr Kaninchen rum oder sonst irgendwas. Ach, hier steht meine Kiste. Wieso steht denn hier eine Kiste von mir? Mit Brettern. Ach, kein Bähnchen, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ja, soll ich erzählen? Ja, und hier chill ich dann meistens, ne? Komisch, jetzt kann ich die Kiste hier draufstellen. Aber wenn ich sie bauen will, das geht nicht. Die Logikfee, hä? Die liegt doch besoffen in der Gießkanne. Dünger könnte man immer gebrauchen, hä? Aber unsere Tomaten wachsen, also. Obwohl organischer Dünger. Mir ist das fast schon ein bisschen zu schade, die Karre zu verkaufen, weißt du? Ich habe jetzt eure Haufen Geld reingesteckt, ne? Andererseits, wenn ich die jetzt verkaufe, ich meine, wenn ich mir jetzt bei dem anderen, bei meinem regulären Auto, ne? Wenn ich mir da jetzt die Panzerung noch zusätzlich kaufe, ne? Und den vorher verkaufe, ne? Da habe ich ja trotzdem noch Gewinn gemacht, ne? Was ich mir allerdings nicht kaufen würde, wäre die schwere Panzerung für vorne. Weil du siehst ja dort, habe ich ja vorhin gezeigt, absolut nichts. Ne? Du hast ja so ein ganz enges Gesichtsfeld. Nee, du, das ist schon heftig. Da musst du wirklich auf der Straße bleiben. Da kannst du ja nicht großartig Shishi durch den Wald machen oder sowas. Ne? Du siehst ja da keinen Stein, kein gar nichts. Also die Karre hat schon Spaß gemacht. Ne? Die Panzerung funktioniert, läuft. Guck mal nochmal kurz hier rein. Jetzt kann ich ja nicht braten oder sowas. Schleifstein wird uns noch gegönnt. Wie praktisch, wir bräuchten ja einen, ne? Ja, die Lootfee und so, ne? Also heute hat sie uns gegönnt. Es ist ja Dünger drinne. Es liegt ja immer Wein drin und sowas, hä? Apfelsamen. Schuhe. Ganz schön verteilt hier, hä? Schön. Hier ist das. Oh mein Gott, das ist genau das, ne? Das dauert Stunden, real life time, ja? Bis das Nikotin raus ist, ja? Das ist richtig nervig, das macht gar keinen Sinn. Das ist Gacke. Ja, antiseptisch sind die Lappen, der hier nicht. Ja, das rollt sich derzeit halt nicht mehr zusammen, ja. Findest du so?
Wir fixen so. So, ich gehe jetzt hier hoch, weil nicht, dass ich dann wieder ins Spiel reingehe und hier unten stehen hier 50 Puppies, ne? Man weiß das ja, die sind irgendwie magisch angezogen von den Autos. Und da ist unsere Kerze. Zum Gedenken an die Puppies. Amen. So, ich sag mal, danke fürs Zugucken. Und, ja. Schießt Böhnchen nach, oder so. Tschüss.